Zukunft und Vergangenheit. Ihr füllt das Verwink. FC Köln, die Tür auf zurück. Nee, ich bin Hilfe. Ihr füllt das Verwink. FC Köln. Mir schwöre dir, Freude. Hallo Leute, willkommen beim neuen Video. Endlich mal wieder Regionalliga. Für mich angefangen und die Kopf steht still. Endlich wieder. So, jetzt aber wieder richtig rum. Heute erstes Heimspiel am dritten Spieltag der Regionalliga West 2020-21. Der Mammut zu sehen. Ich hoffe auf 3 Punkte von der Amateure, holt den Sieg für uns. Stimmt's, Tobias? Den holen wir heute. Es war ein beschissener Mittwochabend, aber ja, man gibt alles für seinen Verein. Es sind ja nur 11 englische Wochen, dann haben wir es geschafft. Genau. Flank jetzt, rennen. Flank! Mann! Boah, so! Gut, Kopf! Hast du. Kommt jetzt! Zurück! Oh Mann! Ja! Ja. Wir hoffen, wir trotzdem abgeschossen. Schöner Reifen für mich. Mega! Oh. Tick zu weit nach innen. Schöne Uhrzeit, ne? Ja, sehr schön. Leute, ja, schön. Ne? Flank doch! Flank! Immer so tödliche Bälle, ja, da können wir nicht. Oberrang. Seit 2008, ein Jahr später, kam der Oberrang. Ja! Jetzt schießt! Okay, mitmachen. Direkt rein. Vorwärts Eck. Nee, keine Flanke. Das wird immer besser, das Spiel. Erinnern wir Mund- und Nasenschutz. Halbzeitstand 0-0. Ausgehen aus dem Stadion. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Spiel. Mit der Nummer 17 Max Peter Kuhn und mit der Nummer 19 Sierra. Nee, überhaupt nicht. Da hat schon keiner mehr gespielt, wo was denn? Guck mal, jetzt läuft er nicht. Steht doch nur 1-0. Nein, Jut. Feiern jetzt hätten sie die Champions League. 62. Spielminute und los. Wir haben neuer Spielstand 0-1. Torschütze der Spieler mit der Nummer 19, Timon Schmitz. Ja, freut euch drauf. Gleich kriegt er noch 2. Ihr gewinnt hier doch trotzdem nicht. Sie haben es jetzt sein. Oh.
Ja komm, der ist heiß. Ja. Oh, Vorsicht, Konter. Stehen alle wieder abseits. Oh, der nicht. Wow. Jetzt laufen wir schon hinterher, wir wechseln gleich. Jetzt mal! Ja, Spur. Jetzt mal! Oh, wir laufen uns zu. Mann, Leute, jetzt. Ja, war eine gute Idee, aber hätte noch einen gespielt, dann ganz raus. Komm, ihr spielt doch gut, jetzt macht es doch mal. Ja, wir spielen vor allem gut zum Gegner. Ja! Guck mal, wie ich bei den anderen stehe. Oh, Strahlen hat 2-1 gemacht gegen Münster. Oh, jetzt! Nein, der Mann! Ist doch vernagelt, der Torhüb, ey. Oh, Vorsicht hier! Zuteilung, ja. Ist nicht gut. Nach vorne. Komm, Junge, den kriegst du noch. Flank! Nein, nein, nein. Jetzt mal. Nein, drop! Drop! Komm mal nochmal. Oh, nee. Oh, wir können das aber auch nicht versuchen. Spielminute, Tor für unseren ersten FC. Köln! Neuer Spielstand 1-1. Torschütze mit der Nummer 19, Jevan Wang. Jetto! Runter, runter! Ah! Endstand 1-1. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihren Besuch. Denken Sie bitte weiterhin an Ihren Mund- und Nasenschutz auch beim Verlassen. Das war's dann wieder vom Spielbericht von unserem Amateur des 1. FC Köln gegen Rot-Weiß-Alb. Endstand 1-1. Obwohl ich ehrlich sein muss, das Spiel hätte auch höher ausgehen müssen, wenn Amateur des 1. FC Köln so viele Chancen liegen gelassen. Unnötig und dann unnötig noch ein 1-0 gefangen von 0-1 gefangen. Das hat mich so genervt, ohne Scheiß. Es war. Oh. Mein Gott, ey, das war so ärgerlich. Warum? Warum? Am besten als neue Trainingseinheit trainieren, Tore schießen. Am besten den Torwart so hat. So ein hartes Tor drin aufziehen, dass man mit Aggressivität da einfach draufknallt. Egal, ob von erster oder von zweiter Reihe, damit man Tore schießen lernt. Ganz, ganz dringend für die nächsten Spiele. Und hinten in der Abwehr müssen auch noch ein paar Fallschiffe geben. Das ist jetzt dringend nötig.
Wir haben ja das nächste Heimspiel ist ja nächste Woche gegen Düsseldorf 2. Mittwoch 14 Uhr. Ich verstehe nicht, warum ein Mittwoch um 14 Uhr? Hallo? Da mussten die meisten schaffen gehen? Da hätte ich für mich einen Tag Urlaub nehmen, obwohl ich da am Tag keinen Urlaub nehmen, wegen der blöden, verfickten Probezeit, obwohl jetzt nichts gegen die Firma. Nicht böse gemeint, aber 14 Uhr Mittwoch, Entschuldigung, so eine Anschlusszeit, das ist eine Unverschämtheit gegenüber den Fans. Warum? Was soll denn das? Unnötige Scheiße ist das. Jetzt ohne Spaß. Mittwoch 14 Uhr. Nee. Macht lieber 19.30 Uhr, wäre besser für uns. Aber erstmal holt ein Sieg in Lippstadt. Sehr, 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 sehr wichtig. Auf jeden Fall, ich drücke euch da alle die Daumen. Ich hoffe, wir kommen in 20 Uhr Erfolg wieder. Es freut mich für Fortuna Köln, dass sie 3-1 gewonnen haben in Homberg heute. Doch, freut mich sehr, super. Auf jeden Fall richtig geil. Ja, schöne Grüße wieder auch hier Tobias Walter aus, der zu uns was ankommt, ich ja auch. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und euch einmal Zuschauern auch. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns bald wieder. Ciao! Gebt gerne ein Abo und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Ciao!